Die ganze Welt spricht über nichts anderes. Among Us. Wir zocken Among Us. Schon, Folge 5 von Among Us, Leute. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Oh mein Gott, Alter, ich weiß gar nicht. Willkommen zu einer weiteren Folge von Crewmate. Aber nun mal ganz unter uns. Wer sind denn diese brillanten Köpfe, die sich das Game ausgedacht haben? Nach dem Intro seid ihr schlau. Wenn wir das Spiel starten, ist unsere Frage eigentlich schon geklärt. Innesloth heißt das Entwicklerteam, das das Spiel entwickelt hat, das wir so lieben. Doch wer steckt denn genau hinter Innesloth? Ja, das Spiel Among Us zum Beispiel ist nicht sehr groß, also müssen es doch eigentlich auch nicht so viele Leute sein. Richtig, insgesamt gibt es drei leitende Entwickler, nämlich Marcus Bromander, Amy Liu und Forrest Willard. Gehen wir die drei doch einmal genauer durch. Marcus Bromander war einer der Mitbegründer von Innesloth, was im Jahre 2015 gegründet wurde. Er begann mit dem Entwickeln im Jahr 2008 und hat dann unter anderem auf der Spielewebsite Newgrounds mit dem Benutzernamen Puffballs United mehrere Spiele veröffentlicht. Im Entwicklerteam ist er als Künstler, Animator und Spieledesigner für Innesloth verantwortlich. Als nächstes hätten wir Forrest Willard. Er ist der zweite Mitbegründer von Innesloth. So wurde Innesloth von Marcus Bromander und Forrest Willard gegründet. Er hatte auch einen Account auf Newgrounds, wo er Fortbass genannt wurde. Seine Funktion in Innesloth war das Programmieren und er ist auch Leiter der Geschäftsführung, also der Leiter von Innesloth, quasi der Chef. Zum Schluss gibt es noch Amy Liu. Sie ist die Künstlerin, Designerin und auch Animatorin für Innesloth. Wann kam sie jetzt dazu? Es hat gar nicht so lange gedauert. Kurz nach der Gründung von Fortress und Puffballs United haben sie dann Amy Liu auch ins Team von Innesloth geholt. So, das waren sie also, die drei Entwickler von Among Us. Doch wie kam es eigentlich zu dem Game? Innesloth hat doch sicher nicht nur ein Spiel herausgebracht. Das ist korrekt. Zunächst hat Innesloth im Jahre 2015 das Spiel Dig to Shiner veröffentlicht. Es erschien auf Google Play und im App Store. Bei diesem Game steuert man einen Bagger und versucht, so tief wie möglich zu kommen. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Es gibt da noch verschiedene Upgrade-Möglichkeiten, aber es hat keinen Multiplayer-Modus und ist generell sonst ein sehr einfach gehaltenes Spiel. Nach Dig to Shiner folgten einige weitere gescheiterte Projekte, wobei sich Innesloth dann an den Multiplayer-Modus herangewagt hat. Am 15. Juni 2018 kam dann Among Us raus. Das ganze Spiel war, wie sicher einige schon wissen, zunächst nicht sehr populär und ist dann erst durch Twitch-Streamer und YouTuber beliebt geworden und heute im dritten Quartal 2020 kennt es jeder. So, und das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Das Ganze hat jetzt nicht so zum Filmthema gepasst, trotzdem hat mich das Ganze sehr interessiert, deswegen habe ich hierzu auch mal ein Video gemacht. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, wäre eine positive Bewertung einfach klasse. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Munter bleiben!